Es wird ein großes Spiel für die Bayern gegen Paris hier in der Allianz Arena. Aber es wird auch ein großes Spiel für Manni, den Busfahrer, alias Matze Knob. Noch ahnt er nichts. Er denkt, es wird ein ganz normaler Drehtag. Hallo Leute, ich bin Manni, der Busfahrer, ganz genau hier. Ich treffe mich heute mit meinem Cousin, mit dem Moni, der ist Fahrer bei Paris Saint-Germain. Warte mal, ich helfe dir! Da ist das Teamhotel von Paris Saint-Germain. Da sind sie, die Jungs von Paris. Hat ja auch lange noch gedauert, der Moni wieder hier klüngeln mit dem Bus, wa? Ein Gebrülle hier, du. Danach wird ein Treffen stattfinden, das er wohl nicht vergessen wird. Ein Treffen, von dem er immer geträumt hat. Ein Treffen mit dem Superstar Neymar Junior. I know Neymar. My name is Franklin Cordeiro de Oliveira. So, jetzt bin ich hier im Aufzug. Jetzt fahre ich zum Neymar, ne? So, das ist hier Stock 4, den Neymar. Das hier ist das Hotelzimmer, in dem das Ganze gleich stattfinden wird. Und ich spiele den Manager von Neymar. Vorher haben wir noch jede Menge Kameras versteckt. Und die hier läuft natürlich auch weiter. Hat noch irgendjemand Handys? Ich habe meins hier in der Tasche, aber meins in der Tasche einfach geben. Ich gebe dir das besser. Das ist die 424, hat er als Nummer genommen. Also ich hab das unten beim Check-in, hab ich ihm die Nummer gegeben, verschissen. Hey, warte bitte einen Moment. Wir sollen noch eine Sekunde warten, das ist, er muss sich erst die Friese machen, verschissen. So, warte, okay. Alles klar, hallo. So, hereinspaziert, hallo, also, hallo. Wer von euch hier macht Interview? Ich. Er macht Interview? Okay. Hallöchen, hi. Hallo. Matze Knob. So, bitte. So. Du setzt dich dann bitte auf die rechte Seite von dem Sofa. Jawohl. Und du bist die Kamera. Ja. Dann bitte daneben sitzen nochmal. Alle, die nichts mit dem Interview zu tun haben, bleiben bitte auf die Seite von dem Sofa. Wie machen wir das? Wie, dass wir es gut eingefangen bekommen? Er sitzt dann da? Ich heiße Matze, aber Manni heute. Alles klar. Guck mal, bitte, which is the best German team for you? Bayern, Dortmund, Gladbach. Entschuldige bitte, warum sind die Fragen auf Englisch? Sollen die auf... Geht das hier auf Englisch nicht? Portugiesisch oder Spanisch. Okay, ja, das wussten wir nicht. Entschuldige bitte, Christoph, wir haben dir eine E-Mail geschickt, wo genau Dinge drin standen. Du verstehst es doch trotzdem. Keine Fragen über Real Madrid, über Barcelona, private Dinge und keine Fragen auf Englisch. Es kann doch nicht so schwierig sein. Aber es ist auf Englisch und ich weiß, dass du es trotzdem verstehst. Ja, das ist jetzt hier. Also wir sind jetzt hier bei Neymar und die Fragen sind auf Englisch, die dürfen aber eigentlich nur auf Spanisch oder Portugiesisch sein. Mal schauen, ob es klappt. Ich kann Spanisch, aber nicht genug. Mallorca-Spanisch. Speisekarten-Spanisch. Hallo. So, das ist hier, ich werd verrückt, ja. My name is, I'm Manni, the bus driver. What do you think about the German weather? You know, we have, it's like Copacabana weather outside. Yeah. It's like, it's good. It's good, yeah? Yes, yeah. Very nice. You can talk Portuguese. We can, Portuguese. Yeah, what do you fala Portuguese? Yeah, see, oui. 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 The weather is good for you outside? In Portuguese. Portuguese weather? Perfekt. So, Brazilian weather? Brasilia, perfekt, spektakulär. Ich war mir nicht sicher, dass das ist, aber ich war mir auch nicht sicher, dass das nicht ist. Und dann war der aber sehr fröhlich. Der hat mich ja gleich mal zum Lachen begrüßt. Dann dachte ich mir, ah, das läuft. Ne? Uns findet der Neymar gut. So. Scheiß auf den Manager. So, das habe ich gedacht. Und dann habe ich, irgendwann habe ich gedacht, jetzt ziehst du es einfach mal durch, weil ich dachte dasselbe auch wie mein Bruder. Und wenn das nachher doch ist, ja, und wir haben das Ding abgebrochen, ja, schön doof. Also durchziehen. I love your hairstyle. Yes, you are trendsetter. Yes, me too. Yeah. Which hairstyle is better? Rakitic. And yours is very good. It's a little bit high. Yes, yes. Thank you very much, my friend. Ciao. Ciao, ne? Thank you. Warte mal. Matze, ja. Warte mal. Ja. Timo. Komm her. Das hab ich mir schon gedacht. Das hab ich mir auch schon gedacht. Der Lümmel! Wir haben gedacht, du teilst so oft aus. Ja. Jetzt geben wir dir mal was zurück. Ja. Die Kameras, wo sind die denn? Wo sind sie denn? Bin ich auch mal reingefallen, schön. Nein, das ist, habt ihr recht. Wer auszahlt, der muss auch mal einstecken können. Scheiße.